mich irgendwie. Ja, hoho, hallo. So, von oben hat er so eine schöne Sicht. Der muss erstmal dran glauben hier. Wäre natürlich cool, wenn er jetzt einfach, runtergefallen wäre, aber man kann nicht alles haben. Das Leben ist hart. Den können wir auch einfach so aus der Luft plätten. So, hier war doch aber trotzdem noch einer von diesen komischen Viechern. Oder nicht? Anscheinend dann eher nicht. Naja. Leder, Stone. Was schmeißen wir jetzt mal weg? Das hier und Fackeln kann man immer gebrauchen. Und ein Stone Shovel nehmen wir mal statt. Ich glaube, statt Gravel. Und jetzt müsste eigentlich Leder, Tunika. Müsste eigentlich. Ja, bringt auch nicht wirklich was. Naja, gut. Jetzt ist die Frage, wo kann man jetzt hier dann das Ding breaken? Ist zufällig hier drin irgendwas versteckt? Kann sich irgendwie runterbauen oder muss ich erst noch weiter hier rüber? Um dort ranzukommen, das ist die große Frage. Woher der Diamant sein soll, vielleicht hier drin. Warte mal, das ist doch irgendwie ein Eingang, hä? Ja, da war ein Eingang und da ist ein Bonus Emerald. Cool. Mehr ist da nicht. Den müssen wir uns erstmal, unten war noch was. Ach gut, der tut mir nichts. Schnell mal sicher den Bonus Emerald, dass wir den nicht verlieren, falls wir nochmal drauf gehen. Das wäre nämlich ärgerlich. Halt, nein, da will ich nicht rein. Zur Kiste möchte ich gern. Wo ist er denn? Hier drüben. Habe ich ja schon 4 Bonus Ammo. Ich habe noch eine Kartoffel. Ein bisschen Zeug mitnehmen, dass wir was zu futtern haben. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Und wir müssen aber den Rest dort besiegen, beziehungsweise gucken, wo denn da die. Das ist aber auch fies, dass man dann so nah am Abgrund dort steht. Ob es hier in der Mitte noch irgendwas gibt oder ob da, ah doch, da gibt es auch noch was. Könnte man sich ja mal vorsichtig rüberbauen und gucken. Cyan-Schild. Cyan-Cap. Das haben wir die Kohle da und das. Ah, ist jetzt aber auch nicht besser, ne? Okay, könnte man mal austauschen, weil das ja schon fast kaputt ist. Aber jetzt sind wir konsequent und nehmen das auch noch. So. Aber ansonsten ist ja auch nicht mehr, weil hier könnte man mal gucken, ob es hier unten noch irgendwelche Wege rein gibt. Oh! Nein! Uiuiui, scheiße. Jetzt hätte ich fast gedacht, wir fallen da runter, aber dann doch nicht, dann sind wir doch runtergefallen. Das war jetzt aber gerade dramatisch gewesen. Aber hier ist auch nichts drin anscheinend. Hm.
war hier noch ein Zombie gewesen, hier drüben. Das klingt doch so, als wäre hier noch irgendwas. Leute, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Irgendwas muss es hier doch noch geben. Vielleicht hier unten drunter. Wo sollen denn die Geräusche sonst herkommen? Hier ist aber auch nichts. Hier ist schon mal der eine Zombie. Aber der hat dort auch nichts. Der hat bloß... Das ist kurios natürlich. Gut, wir machen es erstmal hier drüben weiter. Huch. Und die Frage ist, wie das jetzt hier weitergeht. Hier drüben oder da? Wo ist der Kristall? Gucken wir erstmal hier drüben, würde ich sagen. Was ist ducken, das hier? Ist hier unten noch irgendwas? Das werden wir gleich sehen. Nee, das ist bloß ein Plateau dort unten. Bisschen ausbauen. So, jetzt ist die Frage, hier runter. Wobei da hinten ja schon der Kristall wäre. Quatsch die Wolle. Der muss doch ganz nah sein, aber wo denn bitte? Der hier unten steht. Vielleicht gibt es ja auch bloß zwei Kristalle, die wir zerstören müssen. Gehen wir bauen und setzen wir rüber. Das machen wir jetzt mal wieder weg. Zu. Meine ich natürlich. Jetzt wird das Gestöhne wieder leiser. Oh, was ist hier? Cooked Rabbits, sehr gut. Leder, Fackeln und Rabbit Stew. Okay. Ist natürlich wieder die Frage. Jetzt gehe ich nochmal rüber. Es ist doch bestimmt gleich wieder laut hier, das Gestöhne. Also muss doch hier noch irgendwas sein. Ah, da unten ist noch tatsächlich was, okay. Also nochmal alles hier aufreißen, was wir gerade zugebaut haben. Wir müssen natürlich einen Fluchtweg uns hier erhalten. Gut, so gerade nicht. Das ist nicht kein optimaler Fluchtweg. Komm, lass mich in Ruhe. Oh, da ist er runtergeflogen. So, wo muss ich jetzt hin? Da ist nix. Da geht's in den Abgrund. Oh oh.
Ach, dort. So, dritter Kristall zerstört. Also vom Rumgestöhne her muss es ja noch irgendwo einen Mob geben. Ich baue hier gleich alles ab, aber ich finde nichts. Ach, dort. Ah, stimmt, so der von vorhin. Ich erlöse dich jetzt mal und tschüss. Den Freiflug gekriegt. Jetzt mal schnell irgendwie hier hochbauen. Muss man eigentlich diese Dinger zerstören oder kann man auch direkt durchziehen? Das ist eigentlich mal eine Frage. Ach so, dann wandelt der hier diese Blöcke um und ich kann die abreißen. Ah, okay. Das macht Sinn. So, jetzt können wir uns dorthin bauen. Soll ich vielleicht erstmal ein bisschen Zeug hin ablegen? Oh, uiuiui. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen Zeug ablegen. Aber hier komme ich nicht weiter. Ich muss jetzt irgendwie hier durch. Dass die auch immer so übelst. Jetzt muss ich dazu quer rüber. Ach du Scheiße. Ich baue mich erstmal auf die Höhe von dem Block. Eigentlich kann man auch hier schon. Sich ein Stück höher bauen. So, das ist die richtige Höhe. Und jetzt einfach. Na, das war eigentlich so nicht geplant. Jetzt wieder runterbauen wäre Schwachsinn. Hin noch. Ach, na komm, egal. So, und jetzt einfach rüber. Ob die 10 Blöcke reichen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke mal, wir haben noch genug anderen Trash. Nee, doch, das reicht. Achso, ist mein Inventar voll. Hey. Die leere Glasflasche, die braucht keiner. Und zurück. Der darf natürlich nicht runterfallen. Das wäre peinlich. Dann so. Gut, zweiter Wollblock geholt. Hier fehlt noch dieses eine Fischvieh, was da plötzlich verschwunden ist. Keine Ahnung, wo das ist. Hier sind irgendwelche Typen unterwegs, aber das soll uns jetzt immer egal sein. Schnell zurück. Die Wolle platzieren und dann gucken wir mal. Na komm, lass mich doch mal hier raus, Mensch. Geht ja gar nicht. Hier der Teleporter, zack. Hier drüben wird die Wolle platziert. So, 2 von 4 Wollen platziert, das heißt, die Hälfte haben wir geschafft und dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Die Tür brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Das Schild, haben wir das irgendwie drauf? Jetzt ja. Hähnchen können wir da lassen, das können wir da lassen. So ein bisschen Sachen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt braucht. Da lassen, Schild. Leder haben wir auch haufenweise schon. Kann ich auch alles da lassen. Brauchen wir jetzt eh nicht. Rüstung haben wir noch. Das braucht keiner. Das können wir zusammenfassen.
Ja, dann war es das jetzt erstmal von Minecraft, Corrupted Isle, und dann sehen wir uns dann wieder hier mit der Eiswelt oder dem Eisteil, wie auch immer man es nennen mag. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis später. Auf Wiedersehen und tschüss.